eines der Klassikerfahrzeuge aus den 50er Jahren, das ist der Lloyd. Der ist sehr, sehr schön restauriert. Wo bekommt man solche Stücke her, die man dann vielleicht noch restaurieren kann? Oder haben Sie ihn schon fertig restauriert erworben? Nein, den haben wir selbst so restauriert, mein Sohn und ich, und haben der 2000 in Essen-Mülheim gekauft. Da war es nur noch Schrott. So, wir sitzen hier in einem seltenen Hauben-Mercedes. Wie unterscheidet sich dieser Bus von so einem ganz modernen? Ja, dieser Bus, der hat 5 Gänge. Und die modernen, die haben ja heutzutage bis zu 12, 13 Gänge, die sich meistens automatisch schalten. Dieser Bus ist ja nicht synchronisiert. Das heißt, man muss ja die Gänge viel sorgfältiger reinlegen, wie jetzt bei so einem modernen Bus. Für mich macht er mehr Spaß halt wie ein moderner Bus. Typisch war natürlich damals auch, darf man nicht vergessen, gefüllte Tomaten mit Fleischsalat. Oder diese Wursttüten mit einer Spargelspitze drin und Mayonnaise. Kochen in den 50er Jahren. Wie kommt man auf die Idee, das wieder aufleben zu lassen? Unsere Idee ist, die Kulturgeschichte des Essens und Trinkens etwas näher zu betrachten. Und die 50er Jahre, das ist einfach so en vogue, kann man sagen. Also es gibt irgendwie so eine Renaissance für die 50er. Und insofern ist das für uns natürlich ein gegebenes Thema, um mal zu überlegen, was war denn in den 50ern wirklich so en vogue, was hat man getrunken, gegessen und das hier wieder im Original zu präsentieren. Wo ich die Liebste fand. 30 Jahre ganz locker schon tanze ich. Davon sind über 20 Jahre Boogie Woogie und Rock'n'Roll. Und die Liebe zu diesen Musikrichtungen, die ist noch nie gestorben, auch nicht zu dem Tanz. Musik ab! Ein Baumwoll-Sommerkleid aus der Kaufhalle. Nylon, Perl und Polyamid, die modernen, pflegeleichten Materialien. 1958 die erste Kollektion von Yves Saint Laurent. Sehr elegant, die Kostüme hatten den scharfen Hüftknick. Das Mitte der 50er Jahre erbaute Siegburger Mädchengymnasium hieß noch bis in die Neuzeit Backfisch-Aquarium. Jetzt gleich kommt die Abendmode. Ja. Was erwarten Sie da? Schöne, lange Kleider, pompöse Kleider, wie man sie heute halt nur auf Bällen sieht. Und heute ist ja 50-Jahr-Fest hier im Freilich Museum in Kommern. Wir haben Besonderheiten zusammengestellt aus unterschiedlichen Bereichen. Es gibt Tanz, Musik, es gibt Oldtimer. Was war für Sie der Grund, hierher zu kommen? Eigentlich alles. Jetzt die Zeit hat mir immer ganz gut gefallen. Die Autos, ganz klar. Eigentlich alles so. Der Tanz, die Musik, das war super. Was ist das für ein Gefühl, in diesen 50er-Jahre-Kleidern zu stecken? Man fühlt sich einfach gut. Bisschen eleganter. Sehr schön, das Gefühl aus den 50ern zu haben. Man hält sich ganz anders automatisch. Und die sind natürlich auch sehr körperbetont geschnitten. Ist ein Hingucker, auf jeden Fall.